Moin, herzlich willkommen hier zurück bei Let's Spritz LS19. Ich mache hier Unkraut platt mit der gemieteten Spritze und schau mal eben hier zu, dass ich hier möglichst was erreiche, also möglichst viel Pflanzen platt mache. Unkrautpflanzen natürlich. Und dann schauen wir mal weiter. Wir sind nebenbei dabei, Mischfutter zu verkaufen. Wir sind dabei, Heu zu sammeln für die Mischfutterproduktion. Das ist im Moment erstmal unsere Gelddruckmaschine. Und dann gucken wir mal, wie wir dann noch weiter unser Geld vermehren können. Es ist Donnerstagmorgen, 10 Uhr. Da haben wir wieder 118.000 Euro. Wir sind jetzt inzwischen bei 1,177 Millionen Euro auf dem Konto. Das ist nicht so schlecht. Da können wir uns erstmal wieder schöne Felder verkaufen. Ernten. Vielleicht auch noch Maschinen kaufen. Geht dann ja nachher alles geht auf jeden Fall heftig nach oben. Ja, es ist spät, es ist 0.15 Uhr morgens, wo ich das hier gerade aufnehme. Ich habe einen verdammt harten, beschissenen Tag hinter mir gehabt. Ganz, ganz lange im Büro gewesen. Also irgendwie bis, weiß ich nicht, bis nach 21 Uhr. Und ja, ganz, 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 ganz viel zu tun. Bin ziemlich fertig, aber will noch ein paar Folgen aufnehmen. Ich habe gestern schon angekündigt, ich weiß nicht, wie ich jetzt innerhalb des nächsten Monats, wie regelmäßig hier die NF Marsch-Folgen kommen werden, weil auch Ferien sind und so. Und ich im Prinzip auch nur noch jetzt den gestrigen Abend, den Mittwochabend, Zeit habe, Folgen aufzunehmen. Erstmal für die nächsten 10 Tage sozusagen. Und da muss ich schauen, wie ich dann zu Rande komme, wann ich aufnehme, wie viel ich aufnehme, wie oft da was kommt. Das kann ich euch noch nicht sagen. Das muss ich abwarten. Ich bin also nicht so wie letztes Jahr, wo ich es fast geschafft habe, die kompletten Sommerferien irgendwie 40 Folgen vorzuproduzieren. Habe ich nicht geschafft. Dafür ist im Moment bei mir auf der Arbeit viel zu viel los. Aber ich mache meine Arbeit ja auch für euch sozusagen. Ja, in der Veranstaltungsbranche tätig und ja, bestimmt den einen oder anderen, die hier die Folgen gucken, die auch zu Veranstaltungen gehen, wo ich planerisch dran beteiligt war. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gibt bestimmt den einen oder anderen. So, hiermit ist er leer. Jetzt auch nicht aufgefüllt, sondern er wird jetzt einfach zurückgegeben. Den Kurs, den speichere ich trotzdem mal. Vorsichtshalber. 14 Spritzen. So, den können wir ja gleich direkt hier zurückgeben. So, jetzt müssen wir eben schauen. Ja, genau richtig. Wollen wir mich jetzt hier gerade gar nicht weiterfahren lassen? Dann den möchte ich jetzt gleich spritzen lassen. So, jetzt müssen wir hier erstmal ablegen.
Und dann aber auf Feld 14 weitergeht. Unkraut vernichten. Hier müsste ja schon erntereich sein, ne? Ich weiß nicht, ob das dann reicht von der Breite her, aber mehr machen wir da jetzt erstmal nicht. Rein säuberlich ein. Sehr schön. Kümmern wir uns mal eben ums Wasser und dann bringen wir Milch weg und verkaufen mal ein bisschen Milch. Ist an, ja, dafür brauchen wir dann endlich die. Ne? Ihr wisst schon. Wie sieht's mit den Tieren aus? So, 15. Zwischen? Ja, das sieht doch schon gut aus. Da machen wir jetzt nichts mehr rein. Wir holen jetzt Milch. Kaufen Milch.
Milch soll da reingeladen werden, was denn sonst? Kann ich auch Kakao kriegen oder was? Molkerei und Bäcker. Molkerei ist doch bestimmt da, wo sie mal war. Jo, ist klar. Dann fahren wir da doch mal hin. Geht zur Molkerei, Milch verkaufen. Der Spiegel ist ja auch geil. Wenn man hier eine Berglandschaft spiegelt. Wie geil ist das denn? Da sind richtige Spiegel, aber der da ist nicht. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Unglaublich. Ist das die schleswig-holsteinische Schweiz oder was? Leute, ich bin übrigens tatsächlich mit meinem Transportpack richtig, richtig weit gekommen. Aber richtig weit. Also die Fahrzeuge und Anhänger sind eigentlich soweit alle fertig. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch ausmerzen möchte und anpassen möchte. Aber ich denke mal, dass ich das in den nächsten Wochen endlich veröffentlichen kann. Wie gesagt, ich bin jetzt auch eine ganze Woche gar nicht am Computer. Da kann ich da also nichts machen, wahrscheinlich. Muss ich mal schauen. Ist der Milchverkauf da hinten, wo früher die Annahme war, oder ist der vorne, wo früher auch der normale Milchverkauf war? Hier war ja früher Annahme für die Milch. Retten. Vorne irgendwo hier war der Milchverkauf. Da wieder. Da ist er. Ja. Okay. So, dann wollen wir mal. Euro für so ein Fass. Naja, können wir ja nochmal machen. Voll kriegen wir es nicht mehr, aber so 6,5 müssen da jetzt nochmal rein. Dann müssen wir mal zusehen, dass wir uns einen anderen Mod noch mit reinnehmen. Ich Fass und so weiter. Das soll ja arbeiten. So, liebe Leute, das war's auch wieder für heute, für Donnerstag. Kommt gerne daher um 15.30 Uhr hier nochmal vorbei zur nächsten Folge Plötzlich Pharma. Und ansonsten gerne morgen 10 Uhr, nächste Folge Nordfriesische Marsch. Ich bedanke mich bei euch. Einfach sowas. Kann man hier noch tanken? Nee. Okay. Ich bedanke mich bei euch und sage ciao, bis morgen oder bis nachher.